Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ich bin jetzt gerade ein bisschen euphorisch, weil ich kann aufnehmen. Ich kann aufnehmen. Seit bestimmt 2 Wochen ging das überhaupt gar nicht mehr. Also mein letzter Stream war ja schon mega ruckelig und da habe ich dann danach nichts mehr aufgenommen, weil ich gedacht habe, ah ja, ich habe ja noch genug Folgen. Und ja, und ich hatte echt Probleme die letzten Tage mit meinem PC. Es ging gar nichts. Ich konnte nicht mal dran arbeiten. Der ließ sich nicht mehr hochfahren, der ließ sich nicht mehr ordentlich runterfahren. Der hat gar nichts mehr gemacht, sozusagen. Bis dann ein Programm aufgegangen ist, sind wirklich Minuten vergangen. Oh, DLC-Jubiläum. Sind Minuten vergangen und... Ach, ich bin fast verzweifelt. Manche werden es mitbekommen haben, auf Twitter vielleicht. Ich war echt... sauer, angepisst, alles drum und dran. Zusätzlich zu dem anderen Stress und so weiter. Muss dann natürlich sowas noch kommen. Und ich bin froh, jetzt ist es das erste Mal, dass überhaupt der PC normal hochfährt. Und oder seit gestern dann ging es wieder, dass er mal hochgefahren ist. Jetzt heute Morgen ist er ganz normal hochgefahren. Ich habe gestern noch einen tiefen Scan gemacht, der gedauert hat von 7 Uhr bis 16 oder 17 Uhr. Also es war schon lange. Hat aber auch nichts ergeben, das heißt keine bösartigen Dinger irgendwie drauf, also alles gut und nun ist das erste Mal, dass wir wieder ruckelfrei ESO aufnehmen können und natürlich sind wir dann direkt in die Zuflucht, um der Schatten von Sankretor zu machen, also die Hauptstory weiter. Und so schließt sich also der Kreis. Ich führte die ursprünglichen 5 Gefährten auf einer Mission zur Bergung des Amuletts der Könige. Damals redete ich mir ein, es wäre zum Wohle von ganz Tamriel. Ich hatte Unrecht. Und nun leidet die ganze Welt wegen meiner Anmaßung. Jetzt haben wir eine Chance, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht. Aber ich frage mich, wird sich die Geschichte wiederholen oder wird sie neu geschrieben werden? Ehrlich gesagt habe ich Angst davor, das Amulett noch einmal einzusetzen. Seine Macht ist zwar groß, aber auch entsetzlich. Das Schicksal kann uns zermalmen, indem es unsere Wünsche zunichte macht. Oder aber, indem es sie erfüllt. Erzählt mir mehr über Sankretor. In der ersten Ära war es eine heilige Stadt, die von Königin Alessia selbst gegründet wurde. Seitdem ist sie zu einer Ruine verfallen. Vor seiner Gefangennahme versteckte Sai-Sahan das Amulett der Könige in den Katakomben unter der Stadt. Wo liegt Sankretor? In den Bergen von Kolovia, dem Land meiner Jugend. Aber ich kann mich kaum noch an diese Zeit erinnern. Dass ich den Schriftrollen der Alten ausgesetzt war, raubte mir viel von dem Mann, der ich einst war. Sprecht mit Sai-Sahan. Er kann euch eure Fragen sehr viel genauer beantworten als ich. Alles klar. Sai-Sahan, hallo. Die Zeit ist für uns gekommen, die Katakomben von Sankretor zu betreten. Unterschätzt nicht die Gefahren, die uns erwarten. In längst vergangenen Zeitaltern war Sankretor einmal ein Ort des Lichts. Doch ich fürchte, dass dem nicht mehr so ist. Wir müssen für alles gewappnet sein. Habt ihr euch schon ganz von euren Wunden erholt? Ich habe viel durchgemacht, aber dieser Körper ist härter als die großen Eichen Walenwalds. Ich gehe ohne Hoffnung, aber auch ohne Furcht. Es bringt nichts, über eine Zukunft zu rätseln, die noch nicht geschrieben wurde. Ihr könnt hoffen, was ihr wollt, meine Freundin. Ich werde darüber nicht richten. Ich muss kurz meine Wohnzimmertür zumachen. Moment. Ich hoffe, ich kann jetzt einfach aufstehen, ohne dass ich alles runterreiße. Huch. In meinem Haus. Oh, es ist jetzt gerade so mega laut wieder. So, wie sieht euer Plan aus? Mein Fürst Varen wird ein Portal nach Sankretor öffnen. Das Amulett liegt in einem Gewölbe, das durch mächtige Magie geschützt wird. Ein Schutzzauber Stendars, des Gottes der Gerechtigkeit und der Gnade und des Gottes des wohlverdienten Glücks. Ich dachte, das könnte nicht schaden. Okay, auf geht's. So, haben wir unsere Waffen? Ja, alles da? Ja. Nur, dass es wieder so ist wie letztes Mal. Okay, das dann Portal los. Ist offen. Nun geht. Tschüss. Mit dem Amulett der Könige zurück. Ich bin so froh, dass es wieder geht. Und ich habe mir ja letzte Woche noch ein bisschen was gekauft wieder für ESO und dann ging gar nichts und ich habe mich so geärgert. Ihr könnt es euch denken.
Erkundet Sankratom. Ihr hättet überall in Tamriel verstecken können und das war eure erste Wahl. Damals erschien es wie eine gute Idee. Wunderbar. So viel Zeug rum. Warum sind sich die Leute mit den lächerlichsten Ideen ihrer Sache immer am sichersten? Seid still, Tarn! Seid still, Tarn! Kriegt er wieder eingeschenkt, der gute Tarn. So. Ich habe das Aufnehmen wieder vermisst. Ich habe alles wieder vermisst. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Gott sei Dank nicht krank. Was mich wundert, aber ich bin nicht krank. Ich hoffe, ihr seid zumindest von denen, die ich noch nicht weiß, dass ihr alle fit seid. Oh. Was bringt euch nach Sankretor, alte Freunde? Sucht ihr vielleicht nach einem Amulett? Mani Marco, wie habt ihr diesen Ort gefunden? Denkt ihr wirklich, dass ich euch aus den Hallen der Qualen kommen lassen würde, wenn ich nicht jeden Schritt von euch überwachen könnte? Sei, nein! Oh, oh. Marco, halt, ihr tötet mich! Sei! Wo ist das Amulett der Könige? Oh, Mann, oh. Mein Meister Molagbal verlangt danach. Euer Meister? Bitte. Ihr würdet das Amulett verwenden, um Molagbal zu verraten? Narr! Als ich aufstieg, hättet ihr meine rechte Hand sein können, Tarn. Stattdessen habt ihr euch bei den ignoranten Bastarden eingereiht. Jetzt werdet ihr mit ihnen sterben. Damit werdet ihr nicht davonkommen. Denkt ihr wirklich, ihr könnt einen dädrischen Fürsten betrügen? Mit dem Amulett der Könige ist alles möglich. Nationen werden erzittern und sich vor mir verneigen. Ich werde ein Gott sein. Das Amulett der Könige wird niemals euch gehören. Es wird vom Schutzzauber der Göttlichen beschützt. Ihr meint euren Schutzzauber von Stendar, Gott der gnädigen Nachsicht, Patron der Feiglinge und gesetzestreuen Idioten? Das wird mich nicht im geringsten aufhalten. Toll. Okay, Saisahan, was machen wir? Mani Marco hat jeden unserer Schritte beobachtet. Wir haben ihn geradewegs zum Amulett geführt. Wir müssen das Amulett der Könige als Erste erreichen. Mani Marco könnte mächtig genug sein, um Stendars Schutzzauber irgendwann zu durchbrechen. Oh oh. Wenn wir es schnell zu den Scheinen schaffen und Stendars Segen erhalten, können wir den Schutzzauber so durchschreiten, dass der Zauber nicht aufgehoben wird. Mani Marco wird uns dann vielleicht eine Weile nicht folgen können. Wie kommen wir zu den Schreinen? Wir müssen uns auf den Weg zum Innenhof machen. Von dort aus gelangen wir in die Kammern, in denen sich die Schreine befinden. Okay. Betrete die innere Kammer. Ist euch gut genug, um weiterzumachen? Hab keine Angst, Schneelilie. Oh. Ich bin ein Rotwardone. Wir sind wie Bergbambus. Viel stärker und biegsamer, als wir erscheinen. Ach, wie süß. Ich finde es zum Totlachen, dass Mani Marco so eine riesige Projektion gewählt hat. Er versucht offensichtlich, etwas zu kompensieren. Die Sprüche alles sind so gut. Ja, wahrscheinlich macht er das. Dort hinter diesem Tor befindet sich die Krypta der Helden. Wenn ihr wollt, können wir sie betreten. Aber es ist ein böser Ort, an dem die Toten ruhelos und wütend sind. Okay, wir gehen trotzdem rein. Ehrlich, nicht wahr? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich davon abhalten, mir das Amulett zu holen? Das Amulett der Könige steht unter Stendars Schutzzauber. Es wird niemals euch gehören. Ah, Sai, ihr versteht es immer noch nicht, oder? Durch euren Schutzzauber Stendars wird mein Plan erfolgreich sein. Was? Er wird Molagbal davon abhalten, zu beobachten und einzuschreiten. Sobald der Schutzzauber weg ist und das Amulett mir gehört, wird es schon zu spät sein. Ihr seid verrückt, wenn ihr denkt, ihr könnt dem Gott der Intrigen hintergehen. Naives Kind, ihr wisst überhaupt nichts. Chim El Adabal, der rote Diamant in der Mitte des Amuletts der Könige, ist der mächtigste Seelenstein, der ich je erschaffen würde. Mit dem Amulett in meinem Besitz werde ich Molagbals Kraft aufsaugen und ihn in eine leere Hülle flüchtigen Fleisches verwandeln. Dann werde ich seine Essenz in dem Edelstein einfangen. Dass man den
Namen Molag Bal vergessen. Mit der Zeit wird sich ganz Tamriel vor mir verbeugen. Bald wird der Gott der Intrigen einen neuen Namen haben. Mani Mako. Also der ist schon ein bisschen durchgeknallt, oder, der Typ? Der gute Mani. So einen hatten wir schon. Oh, oh, warte. Schon als Sterblichen nicht. Hm. Ich denke, als Gott werde ich ihn noch weniger mögen. Oh Gott, Hilfe, warum? Geht weiter in den Innenhof. Oh, wieso haben wir da jetzt schon das Portal? Soll ich da einfach rüber? Nee, komm. Keine Zeit verschwenden! Mani Mako. Oh, hier ist es schön. Bitte, einen Moment, meine Freunde. Oh nein. Ich muss mich ausruhen, bevor es weitergeht. Oh Gott, Sai, bitte. Sai, geht es euch gut? Dieses Schwein hat euch wirklich verletzt, nicht wahr? Ich schwöre bei den Göttern, ich werde seinen Kopf abschlagen. Es geht mir gut, Schneelilie. Ich brauche nur einen Moment, um durchzuatmen. Lasst euch Zeit. Ich halte Wache. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann, sagt Bescheid. Ist voll schön hier. Wie reizend. Ich glaube, ich lasse mir das Essen noch einmal durch den Kopf gehen. Sprecht mit Saisahan, sprecht mit Lyris. Okay, dann erst mit Lyris. Ihr behaltet mich besser im Auge. Ich hätte schon wieder Lust, Tarn einer reinzuschlagen. Wird Sai zurechtkommen? Wenn Saisahan eines ist, dann zielstrebig. Er sagte einmal zu mir, das Erringen des Sieges wäre wie ein Ringkampf mit einem Oger. Man hört nicht einfach auf, wenn man müde ist. Man hört auf, sobald der Oger müde ist. Er wird es zu Ende bringen. Seid unbesorgt. Was ist mit euch? Ich? Ich werde Mani Mako bis in die hintersten Winkel des Reichs des Vergessens verfolgen, wenn es sein muss. Rache ist eine starke Triebfeder. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Aber unter dieser harten Schale steckt eine hoffnungsfrohe Närrin, die für jeden Einzelnen von euch den tödlichen Schlag einstecken würde. Habt ihr und Sai je darüber gesprochen, was in den Hallen der Qual geschehen ist? Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Stoisch. Nennen uns die Leute denn nicht so? Da ist ein Band zwischen unseren Herzen. Aber wir sprechen nicht über unsere Gefühle. Wir verstehen sie nicht einmal selbst. Vielleicht sprechen wir eines Tages darüber, aber dieser Tag ist nicht heute. Okay. Bei Zeths Tränen. Ich dachte, ich könnte damit fertig werden. Mani Makos Hexerei brachte all die Schmerzen und Zweifel zurück, die ich in den Hallen der Qual spürte. Kommt ihr wieder in Ordnung? Ich habe meinem Körper schon Schlimmeres zugemutet. Es ist mein Geist, der mir Schmerzen bereitet. Mani Mako hat meinen Kopf mit zertrümmerten Erinnerungen gefüllt. Sie sind wie zerbrochenes Glas.
Sie schneiden mich mit jedem Schlag meines Herzens. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, kommt wieder zu Atem. Diese Stimme, Manny Marcos Stimme, sie verhöhnte mich immer und immer wieder, über Jahre hinweg. Meinen Willen konnte er nicht brechen, aber er hat etwas anderes gebrochen. Werdet ihr all dies überstehen, Sai? Ich werde all dies überstehen, meine Freundin. Ich habe nicht Jahre der Folter in den Hallen der Qual erduldet, um jetzt aufzugeben. Mein Schmerz hat nachgelassen. Sputen wir uns und bringen wir diese Sache zu Ende. Wo wollen wir jetzt hin? Wir müssen die beiden Schreine mit Stendars Segen weihen, bevor wir das Gewölbe öffnen können. Der erste Schrein ruht im Grabmal der Drachengarde, wo so viele meiner gefallenen Kameraden aufgebahrt wurden. Wir müssen ihrer ewigen Ruhestätte unbedingt mit Respekt begegnen. Los geht's! Betrete das Grabmal der Drachengarde. Oh. Das hört sich interessant an. Weit den Schrein im Grabmal der Drachengarde. Der Schrein befindet sich auf der anderen Seite des Raums. Schnell! Wir müssen einen Weg dorthin finden. Ich habe eine Überraschung für euch, Sai. Erinnert ihr euch an eure gefallenen Kameraden der Drachenwache? Ich habe mir die Freiheit genommen, sie zu erwecken. Und sie sind ganz erpicht darauf, euch zu sehen. Wieder entzündet der König der Würmer die Erinnerung an die geehrten Toten. Ich habe nicht den Wunsch, die Leichen meiner alten Kameraden der Drachenwache zu verschimmeln, aber wir müssen den Schrein weiter. Okay, wo geht's? Hä? Achso. Ich dachte jetzt schon, wieso dreht er durch? So. Moment. Kommen wir jetzt da irgendwo lang? Hallo? Könnt ihr mal bitte was machen hier? Ich bin jetzt einfach da runtergesprungen, weil, ja. Na komm. Ja, ihr könnt... Hä, kann man da einfach durch? Ich habe das Gefühl, heute schwurzt das Spiel wieder so ein bisschen nach. Ne, die Tür ist zu. Hä? Seltsam. Kann ich da einfach durch? Ja. Ach. Na, stirb. Stendar, der Gnade, Wohltat und Gerechtigkeit, erfüllt uns mit eurer Weisheit und euren Visionen. Helft uns, die Welt mit eurer Gnade und Führung zu richten. Ermutigt uns, das Böse zu zerschlagen und die Ungerechten zu bestrafen. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten Schrein weihen, bevor wir das Gewölbe betreten können. Okay. Weil hier die Tür ist ja auch offen. Oh, wie blöd. Okay. Dann können wir da einfach durch. Alles klar. Muss man ja erstmal wissen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es wieder so ein... Ihr habt beim Verstecken des Amuletts auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, Sai. Ein kleiner Fehler im Spiel. Hättet ihr es nicht einfach unter die Matratze legen können? Das hätten wahrscheinlich die meisten gemacht, einfach unter die Matratze legen. Der zweite Schrein ist in der dahinterliegenden Kammer. Es gibt einen Kniff, sie zu erreichen, eine Art Rätsel. Aber ich erinnere mich nicht an die Lösung. Oh, na toll, das ist natürlich wieder super. Ein Rätsel, alles klar. Der Altar ist auf der anderen Seite. Man muss die Zugbrücke runterlassen, um ihn zu erreichen. Okay.
Hä, aber hier ist doch schon eine Brücke unten. Hä? Nee. Was? Also das Spiel... Okay. Ach, toll. Ach, wie gut war das denn jetzt wieder? Ja, Eevee so ein Spiel. Wissen, was heute los ist? Naja, egal. Schaffen es trotzdem. Ja? Langsam ärgert ihr mich wirklich. Tötet sie! Durch diese Weihen ersuchen wir euch, eure Schutzzauber zu brechen und uns sichere Reise in das Gewölbe der Könige zu gewähren. Oh, meine Waffe. Ich muss die aufladen. Sieht man jetzt unten wieder an dem roten Zeichen da? Geht weiter in die Vorkammer des Gewölbes. Gespenst? Hallo, Mr. Gespenst. Hat irgendwie die Party gerade verpasst, kann es sein. Ich müsste mal Seelensteine aufladen. So, Moment. Welche Waffe ist denn jetzt leer? Oh, ich habe ja nur eine mit. Ich habe nur so noch normale. Zweihändig. Ja, toll. Nix da. Dann. Aufladen. Danke. Wieder aufgeladen. Segen-Standards empfangen. Nein, ich möchte nicht. Wir haben die Segen-Standards. Ich möchte den Geist, durchsuchen. Oh, neues Schwert. Ist das Einhand? Ja! Ha. So. Schwer. Korridore, bröckelnde Wände, übler Geruch. Dieser Ort hat alle Vorzüge eines Bordells in Riften. Ach das Gott. Muss sich für euch wie Heimat anfühlen, Titanenkind. Er meint eine Krypta, gefüllt mit den verrotteten Leichen von inzüchtigen Königen und gescheiterten Staatsmännern. Fast wie bei einer Familienfeier der Tarns. In den Sommermonaten ist es viel angenehmer. Oh Gott, jetzt sind sie wieder rum. Warte kurz. So, weiter. Die erstaunlichen Bemühungen werden nicht erfolgreich sein. Das Amulett der Könige wird mir gehören.
Ich schwöre bei Stendars Gnade und dem Schwert meines Vaters, ihr werdet nicht gewinnen, Manimako. Bald werdet ihr die Größe meiner Macht erkennen und euch vor mir verneigen. Okay. Durch die Macht des Amuletts der Hat Könige schon wieder? Werde ich verwandelt werden. Alle Nationen Tamriels werden sich vor mir verbeugen. Sie werden mich anbeten und um meine Gnade betteln. Alle werden den Namen Manimako als ihren einzigen wahren Gott kennen. Damit kommt ihr niemals durch, Manimako. Wir werden euch bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Aber meine alten Freunde, versucht doch, mich aufzuhalten. Ja, mach ich doch. Besiegt die Untoten. Ach, war ja klar. War ja klar. Das Problem ist nur wieder. Immer noch keine Heiltränke und nichts dabei. Aber es klappt. Oh, kommt das so ein Koloss. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Betrete das Gewölbe. Ist halt doof, dass ich wieder keine Tränke habe. Ne? Ich vergesse immer, welche zu kaufen. Aber wir schaffen das ja ganz gut. Sei. Da ist sie. Die Tür zum Gewölbe der Könige. Was muss ich tun? Die Schreine wurden in Stendars Namen geweiht. Jetzt müssen wir den Ring von Stendars Gnade einsetzen, um die Gewölbetüren zu öffnen. Wie? Stellt euch in den Zauberkreis und zeigt mit dem Ring auf die Türen, um den Schutzzauber aufzuheben. Die Türen sollten sich weit öffnen. Alles klar. Ring benutzen. Ring benutzt. Seht, das Amulett. Ich kann es von hier aus sehen. Na komm. Nein, besiegt man die Marco. Hilfe. Kommt ihr? Kommt ihr? Ich kann es nicht alleine. Hallo, Manimako. Oh Gott. Der hat mega viel Energie. Kommt ihr bitte? Hallo? Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
Das ist so ein Mega-Gegner. Hilfe! War Solo, oder? Also eigentlich... Ja, schön für dich. Ich bin Miss Fussel. Ich werde das Portal schließen. Nein, ich wollte jetzt da noch raus. Ist mega schwer, da rauszukommen dann. Mega schwer. Kommt man nicht so einfach raus. Diener, erhebt euch! Gehorcht mir! Ich werde sie am Portal aufhalten. Konzentriert euch auf Manimato. Okay. Ah, jetzt ist er da weg. Blöd, blöd, blöd. Was fuchtelt der die ganze Zeit eigentlich dann hier rum? Denkt ihr wirklich, dass der Tod den mächtigsten Nekromanten Tamriels je... Das ist nur ein Übergang. Mein erster Schritt zu wahr... Werdet jetzt Zeuge meiner wahren Macht! Schaut zu, während ich aus dem Grab auferstehe und zur Gottheit werde! Ihr denkt, ihr könnt dem Herrn der Gewalt und Unterwerfung ohne Konsequenzen hintergehen? Ihr werdet für eure Arroganz bezahlen. Für alle Ewigkeit werdet ihr Qualen leiden. Eure gequälten Schreie werden als Warnung für andere durch das ganze Reich des Vergessens hallen. Bye-bye, Money. Tja. Das hat wohl nicht so funktioniert, wie er sich erhofft hatte. Alle Handlungen Manimakos sollen uns gegeneinander aufhetzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Schaut, was wir erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Wie ungewöhnlich optimistisch von euch, Titanenkind. Das sollte ich auf ein Kissen sticken lassen. Oh Gott. Die Göttlichen gaben euch nicht ohne Grund eine Nase, Tarn. Dann könnt ihr den Mund halten und trotzdem atmen. Gut gespielt, Titanenkind. Gut gespielt. Ach, wie süß. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Manimako besiegt und er wurde jetzt von Dingens. Oh, Molagbal. Bestraft für seine. Wie ist es? Frevelei? Oh Gott, wir haben es geschafft. Juhu! Waren, wir haben es geschafft. Es ist vollbracht.
Das Amulett der Könige gehört wieder uns. Und Manimako ist besiegt. Manimako wird für den Rest der Ewigkeit teuer bezahlen. Man kann keine Intrige gegen den Gott der Intrigen spinnen, ohne einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Ich kann mir die Qualen nicht vorstellen, die ihn erwarten. Was machen wir jetzt? Sasahan muss sich ausruhen, genau wie wir anderen auch. Wir können jetzt ein wenig ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass der König der Würmer besiegt wurde. Aber wir sollten uns nicht zu lange ausruhen. Molag Bal ist noch immer eine große Bedrohung und die Ebenenverschmelzung muss aufgehalten werden. Wenn nicht, war all dies umsonst. Ja, und meine Seele? Ich habe es nicht vergessen, Entseelte. Das ist nur ein weiteres Teil des Puzzles und wir werden uns zur rechten Zeit darum kümmern. Doch fürs Erste sollten wir uns ausruhen und uns erholen. Wie immer werde ich mich bald wieder bei euch melden. Möget ihr im Licht wandeln, Entseelte. Tolle Sachen. Dankeschön. Belohnungen für Stufe 37 sind jetzt verfügbar. Beanspruchen. Oh, was? Stufenbelohnung. Tipp, einige Errungenschaften führen zu besonderen Belohnungen. Drückt J, um das Tagebuch zu öffnen und wählt dort die Errungenschaften oben rechts im Fenster. Und wählt dort die Errungenschaften. Ein Attributspunkt können, um eure Magika leben oder Ausdauer zu erhöhen. Ihr könnt sie mir zuweisen. Fertigkeitspunkt. Erhöht 2 Stunden lang euer maximales Leben um 3936, eure maximale Magika und eure maximale Ausdauer. Diese Effekte skalieren mit eurer Stufe. Verliessuche, Eldengrund. Oh, das ist jetzt wieder... Viele Clans der Wildelfen suchten Unterschlupf in Valenwald. Einem der führenden Clans wurde sogar gestattet, Wohnhallen und Eldenwurz selbst zu graben. Beanspruchen. Inventar ist voll. Toll. Dann reicht es jetzt? Ihr habt unverteilt. Nächster Meilenstein, Stufe 40. 3 Attributspunkte, 3 Fertigkeitspunkte, eine mitgenommene Stilkiste, 6000 Gold, Monturmarke. Oh, und Verliessuche. Nächste Stufe. Was? Ach, wie geil ist das denn? Leute! Machen wir 2 da drauf und 2 da drauf. Oh, empfohlene Fähigkeiten. Verborgene Waffe. Freigeschaltet. Verschleierter Schlag. Seelenfessel. Ihr könnt nun ein zusätzliches Set aus Waffen und Fähigkeiten ausdrücken, um den. Hä, aber haben wir doch schon. Noch eins? Nee. So, Moment, dann 2 Waffen. Können wir da irgendwas aufbessern? Nee. Doch, Waffenkunst. Das machen wir mal. So, dann Rüstung. Okay, Leute, da gucke ich. Ich habe jetzt 10 Fertigkeitspunkte. Da gucke ich mich gleich mal durch. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr noch dabei seid. Es geht voll gut weiter. Wir bekommen jetzt geile Belohnungen für Stufenaufstieg. Ich freue mich mega gerade. Dass die erste Folge, die ich wieder aufnehmen kann, noch so geile Sachen mitbringt. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr noch dabei wart. Ich muss mir immer noch was einfallen lassen für ein 200 Abonnenten-Special. Ich bin so dankbar. Ich habe nie Plan von sowas. Ja, vielen Dank und ich hoffe, euch macht es immer noch Spaß. Wenn ihr Vorschläge habt und so weiter, immer gerne her damit. Bitte, bitte, bitte. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.